In dem letzten Video habe ich euch gezeigt, wie man dieses Grundsystem, diese Grundstruktur zeichnet für eine technische Zeichnung. Wir haben hier unsere drei Kreuze, die genau passen müssen, und hier unten unsere Spiegelachse. Die wird heute nochmal wichtig. Zusätzlich nochmal als Wiederholung haben wir oben links immer die Vorderansicht. Auf rechts daneben die Seitenansicht von links. Und in dem unteren Feld haben wir immer die Draufsicht. Das ist ganz wichtig. Dieses Gitter zeichne ich immer als erstes, wenn ich eine technische Zeichnung mache. Bei einer technischen Skizze ist das nicht unbedingt nötig. Da kann man das weglassen. Eine Skizze ist einfach frei Hand, zwar mit Lineal, aber die muss nicht ganz so genormt sein wie eine Zeichnung. Die Zeichnung muss wirklich diese Grundstruktur haben und dann an diesen drei Feldern gezeichnet werden. Heute zeige ich euch nun, wie das Ganze funktioniert für eine richtige technische Zeichnung. Das hier ist ein Teil eines Werkstückes, das wir im Unterricht mal gefertigt haben. Und darum geht es, dass wir das nun zeichnen. Wir werden die Außenumrisse gemeinsam machen. Mit der Tiefe, der Bohrung und der weiteren Zeichnung. Das werde ich selber dann machen und euch im Zeitraffer zeigen, wie das Ganze geht. Ihr könnt das Ganze natürlich dann auch langsamer abspielen, dann könnt ihr dem Ganzen einfach besser folgen. Wir beginnen aber mit der Vorderansicht. Wenn ich mein Werkstück hinlege, dann sehe ich, das hier ist die Fläche, die ich zeichnen möchte. Das hier ist meine Vorderansicht. Dazu muss ich aber wissen, wie groß das Ganze ist. Und dazu nehme ich mal mein Geodreieck, misst das Ganze ab. Wir haben hier eine Breite von 40 mm. Das zeichne ich mir schon mal an. Meine Breite von 40 mm. Ihr seht hier einen kleinen Strich, einfach als Markierung. Und wir haben eine Höhe von 30 mm. Auch das zeichne ich mir einmal an. Ich verwende hierfür jetzt einen sehr dünnen, leichten Stift, damit ich später, falls ich was falsch mache, das auch besser wegradieren kann. So, wenn ich mein Werkstück nun hinlege, kann ich eigentlich schön sehen, dass hier meine Oberkante ist und dass meine Markierungen gut stimmen. Ein bisschen versetzt. Was fällt nun auf, wenn ich von der Vorderansicht auf die Seitenansicht wechseln? Genau. Unsere Kante, die Höhe unseres Werkstückes, die ändert sich gar nicht. Unser Werkstück bleibt die 30 mm Höhe gleich, wenn ich das hier rüber klappe. Da ich nun nicht messen möchte, sondern ich weiß, dass das gleich bleiben muss, kann ich meine Markierung hier nun nutzen und eine gerade Linie über die komplette Seite ziehen. Ihr seht, diese Linie mache ich sehr dünn, damit ich die später eben gegebenenfalls auch wegmachen kann. Nun gucken wir uns von der Vorderansicht zur Draufsicht die Sache an. Ich lege mein Werkstück wieder hier hin und klappe mein Werkstück nach unten. Was fällt euch auf? Nochmal zur besseren Verdeutlichung. Ich lege hier mein Geodreieck an und klappe mein Werkstück nach unten. Genau dasselbe wie bei der Seitenansicht, wo die Höhe gleich geblieben ist, bleibt hier jetzt die Breite gleich. Es verändert sich nichts an der Breite. Das heißt, auch hier kann ich meine bereits gezeichneten 40 mm nehmen und nach unten fahren.
Hiermit habe ich schon zwei weitere Körperkanten, ohne nochmal messen zu müssen. Wenn ich nun hier bei der Draufsicht bin, dann sehe ich, okay, um den Körper, den Grundkörper zu zeichnen, fehlt mir nur noch diese Kante. Diese Kante muss ich nun messen. Die hat 20 mm. Das kann ich mir hier schon mal markieren, denn ich weiß, das ist ja die maximale Breite. 20 mm. Hierbei handelt es sich, Stift, hierbei handelt es sich um diese Kante. Einmal hier markiert und einmal hier markiert. Ihr seht die, die habe ich jetzt nochmal schön schwarz markiert. Und ich klappe nochmal zurück auf meine Vorderansicht. Die Kante ist immer noch hier. Ich kann keinen dieser schwarzen Striche sehen. Wenn ich die aber hier rüber klappe, sehe ich wieder diesen schwarzen Strich. Das heißt, die Kante sehe ich sowohl bei meiner Vorderansicht wie bei meiner Seitenansicht. Nun habe ich euch gesagt das letzte Mal, ich zeige euch, warum ich die Spiegelachse brauche. Genau für diesen Vorgang brauche ich diese. Ich habe bei der Draufsicht bereits das Ganze markiert und gehe nun hin und ziehe meine Linie bis zu meiner Spiegelachse. Nun kann ich hingehen und bei dem Schnittpunkt der Spiegelachse und der geraden Linie nach oben gehen und das hier hinzeichnen. Wenn ich das mir anschaue, meine Seitenansicht richtig hinstellen. Und was sehe ich? Es passt genau. Diese Spiegelachse hilft mir, Maße, die ich entweder hier habe, direkt nach oben zu übertragen oder umgekehrt Maße, die ich hier auf der Breite habe, nach unten zu übertragen. Denn auch hier ändert sich die Größe nicht. Das sind die Grundlagen für das technische Zeichnen. Somit habe ich ein Werkstück gezeichnet mit verschiedenen Größen und musste dabei aber nur dreimal messen. So kann man das Ganze relativ schnell machen. Nun werde ich euch im Zeitraffer zeigen, wie das Ganze funktioniert, wenn ich jetzt noch die Bohrung hier oben mache und die Bohrung hier. Das Ganze läuft im Zeitraffer ab. Ihr könnt das gerne euch verlangsamen auch. Wichtig ist, dass ihr das in der Schule auf jeden Fall nochmal übt. Auch wie das dann ist mit den Bohrungen zeichnen, denn das funktioniert genau gleich. Ich messe hier ab und die Bohrung, zeichne die dann passend hier ein, kann die Kanten hier rüber übertragen, denn das hier sind dieselben wie hier drüben dann auf derselben Höhe. Und zum Schluss muss ich hier noch die Bohrung abmessen und diese auch noch einzeichnen. Diese Bohrung sehe ich von nirgendwo anders, die sehe ich wieder bei der, noch sehe ich die Bohrung hier, deswegen brauche ich die auch nur bei der Draufsicht einzuzeichnen. Okay, nun habe ich die Grundrisse, die Grundform alles gezeichnet, aber
ich erkenne gar nicht, welche Linien sind denn jetzt wirklich die Linien, die ich brauche. Denn alle Linien sind gleich dick und gleich stark. Nun geht man hin und zeichnet alle Körperkanten, das heißt alles, was ich hier sehen kann, mit einem dicken Stift nach. Wenn ihr keinen dicken Stift habt, dann nehmt ihr einen Bleistift und fahrt damit bitte mehrmals drüber, damit man wirklich die Körperkanten erkennen kann. Auch das werde ich nun machen. Nun kann man gut erkennen, was sind die Körperkanten und wir können das Ganze schön vergleichen. Vorderansicht, Seitenansicht und Draufsicht. So funktioniert die technische Zeichnung. Das muss man wirklich üben, dass man das sauber und sicher drauf hat. Aber ich denke, das bekommt ihr alle hin, wenn wir noch ein paar Mal auch im Unterricht üben. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss.